Unsere Reise durch die Welt der Elektromobilität führt unsere E-Profis heute in den fernen Osten. Zum ersten Mal nehmen sie ein Elektrofahrzeug aus China unter die Lupe. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir tauchen heute in die Welt des fernen Ostens ein. Gary, was versteckt sich dahinter? Ein sehr spannendes Thema, sehr emotionale Diskussionen, die Chinesen kommen. Ja, BYD hat die Ausschreibung in Österreich gewonnen, ja, heiß diskutiert. Und wir haben uns einmal überlegt, zu schauen, was steckt da wirklich dahinter, also jetzt abseits der Emotionen, was ist wirklich an dem dran, und versuchen ein paar Daten und Fakten zu liefern. Und wir haben uns dazu also einen jungen Gast eingeladen, nämlich also eine Studentin auf der HAK in Neumarkt, die gerade zu diesem Thema E-Mobilität also ihre Diplomarbeit schreibt. Und wir nehmen sie mit auf die Reise nach Linz. Das ist Laila Stockinger. Laila steht kurz vor der Matura, ist an E-Mobilität brennend interessiert und recherchiert heute für ihr Matura-Projekt gemeinsam mit Harry und Gary. Gemeinsam machen sich die drei auf den Weg nach Linz, denn dort ist der chinesische Hersteller BYD bereits vertreten. Hier treffen sie Daniel, den Geschäftsführer von BYD Österreich, der uns einen BYD-Ziel überlässt. Ich sag gleich einmal, was ich unfairs machen werde. Ich fahre ja privat, das wissen ja unsere Zuseherinnen, ich fahre ja privat seit einigen Jahren einen Skoda Enyaq. Und die Autos sind ja von der Positionierung nicht ganz unähnlich. Und ich möchte ein bisschen vergleichen natürlich jetzt, wie ist der Enyaq, der halt schon 3 Jahre alt ist, aber ja, fährt auch noch ganz gut. Ziel ist einfach durch und durch eine sportliche Limousine. Und ich weiß nicht, ob das wirklich der Vergleich mit dem Enyaq hinkt ein wenig. Also es ist kein SUV, es ist die Limousine. Da lacht mein Herz ein bisschen, weil SUV, ich habe ja nur genommen, weil es damals nichts anderes gegeben hat. Aber natürlich, jetzt eine sportliche Limousine ist eine interessante Geschichte, weil man beim SUV ja doch viel Auto durch die Gegend fährt, das man ja meistens nicht wirklich braucht. Ich glaube persönlich, dass die Limousinen eine Renaissance erleben werden. Ja? Weil natürlich, klar, vom Luftwiderstand und vom Verbrauch ist das perfekt für die Elektromobilität. Der kann sich beim BYD Seal wirklich sehen lassen. Mit seinen 530 PS beschleunigt der Allradantrieb mit 670 Newtonmetern in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Der sportliche Chinese bringt dabei 2185 Kilogramm auf die Waage und nimmt 18,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Batterie ist das Herzstück von jedem Elektroauto. Das Unternehmen BYD kommt ursprünglich aus der Batterieproduktion und setzt heute auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Diese ist quasi unbrennbar, besonders ressourcenschonend und kommt ganz ohne kritische Materialien wie Kobalt, Nickel oder Cadmium aus. Und das allerwichtigste Argument ist, glaube ich, die Langlebigkeit. 5000 Ladezyklen, das ist das, was als quasi als Garantie vom Hersteller gegeben wird. Rechne das mal hoch. 5000, selbst wenn es 200 Kilometer pro Ladung reintust, 1 Million Kilometer. Garantie für deutlich mehr als 1 Million Kilometer, das kann sich sehen lassen. Ich bin ja heute da als Vertreter der Jugend quasi. Mit meinen 19 Jahren, glaube ich, kann man das schon so sagen. Würdest du sagen wir mal, die Kaufkraft ist vorhanden, soll ich den Schritt in die Elektromobilität wagen und mir ein Elektroauto zulegen? Bei der Elektromobilität geht es oft um dieses Thema Leistbarkeit. Ja? Und wenn man sich den Markt anschaut, dann ist der Markt größtenteils sehr fuhrparklastig, weil viele Leute sagen einfach, das ist zu teuer, kann man nicht leisten, ist nichts für mich. Und genau dort wollen wir ansetzen bei BYD, weil wir sagen, wir stehen für leistbare E-Mobilität zum Preis eines Verbrenners. Das bedeutet gleichzeitig, wenn ich mir einen Verbrenner, ein Auto leisten kann, kann ich mir auch ein BYD Elektroauto leisten. Und dein Punkt natürlich, Elektromobilität, ja oder nein? Also ich denke, gerade als Vater von 2 kleinen Kindern, ich hätte schon gern, dass ich auch in 40, 50 Jahren auch den Planeten so erleben, wie ich es halt erlebt habe. Und ich glaube, da führt kein Weg um die Elektromobilität herum. Jetzt geht es für unsere E-Profis aber ab auf die Straße. Harry darf in den BYD, Gary fährt seinen Skoda Enyaq. Wie wird sich der Chinese schlagen? Der erste Eindruck bei dem Fahrzeug ist, ich bin, nachdem ich also ein deutsches Produkt also gewohnt bin, habe überhaupt keine Schwierigkeiten, dass ich mich also darauf einstelle.
Das Einzige, was mir abgeht, sind vielleicht also die Pedals, aber das braucht man also beim Elektroauto nicht wirklich. Das Rekuperieren, also habe ich vorher eingestellt, das geht wunderbar. Was mir gut gefällt ist, ich habe also eine zusätzliche Anzeige, die ich bisher bei keinem Fahrzeug, keinem Elektrofahrzeug gefunden habe, nämlich die momentane Aufnahme an Leistung. Und man sieht, wir fahren jetzt also mit ungefähr 125 km/h, es geht leicht bergab. Wir haben also eine Leistungsaufnahme von in etwa 25 kW. Wenn es geradeaus dahin geht, ist vielleicht ein bisschen mehr. Was sind 25 kW? Da haben wir ein Drittel dazu, dann sind wir ungefähr bei 35 PS, die wir brauchen, um eine Geschwindigkeit von 125 km/h zu halten. Eine Besonderheit hat der schnittige Asiate noch für uns. Den Strom, den man in der Batterie gespeichert hat, kann man nicht nur verfahren. Nein, man bekommt ihn auch anders wieder heraus. Geri, schau, da habe ich also eine Steckdose, so wie wir es normalerweise erkennen. Aber die haben wir normalerweise also an der Steckdosenhänger, am Netz. Und der BYD, der kann das also jetzt also mit diesem Typ 2 stecken. Gut, ich habe mal so angesteckt. Ich kann dort, welche Leistung, was haben sie gesagt, können wir da rausholen? 3700 Watt. Ja, das sind 3,7 kW. Das sind 3,7 kW. Ich konnte also theoretisch also mit dem Ladekabel, das an der Schokosteckdosen ist, am anderen Elektroauto, konnte ich also Strom spenden. Das nennt man dann Vehicle to Load. Und ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen. Ich habe also mitgenommen einen Föhn. Handelsüblicher Föhn. Was glaubst du, dass der also Leistung? Boah, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil ich nicht Besitzer eines Föhns bin. Brauchst du ihn sozusagen nicht? Ich brauche keinen Föhn. Schau, wir können das also jetzt testen. Ich habe also ein Strommessgerät. Wir stecken das an. Wir sehen also sofort, aha, Strom ist da. So, jetzt machen wir eins. Wir haben also jetzt 0 Watt. Und wenn ich ihn also jetzt einschalte, ohne dass ich die Heizung einschalte, okay, haben wir ungefähr gute 300 Watt. Wenn ich ein bisschen mehr Gebläse gebe, jetzt mehr, sind wir bei 450 Watt. Jetzt schalte ich die erste Stufe ein. Okay, wir sind bei 1 kW. Und wenn ich die zweite Stufe einschalte, geht es rauf auf 1,7 kW. Und wenn ich die Kühlfunktion nehme, fällt er wieder runter auf die ungefähr 470, die wir vorher gehabt haben. Gell? Also, dem Auto konnte ich stundenlang föhnen. Ich brauche 30 Sekunden, bis ich trocken bin. Und wie lange brauchst du? Ich jetzt 3. Mit einem 3 Sekunden langen Autotest geben sich unsere E-Profis aber nicht zufrieden. Harry und Gary fahren den BYD Seal jetzt eine ganze Woche. Also das, was uns wir angeschaut haben, ist die Aussage, die uns ja der BYD, der Geschäftsführer von Österreich, gegeben hat. BYD bietet Elektromobilität zum Preis vom Verbrenner. Wenn man sich die Listenpreise anschaut, dann stimmt das auch. Die Frage ist, kann jetzt das Auto diese Erwartungen, die man ja hat, das ist immer noch viel Geld, auch de facto erfüllen? Und ja, ich denke mal, wenn man sich das Ding so anschaut, kann man sagen, was Materialien anbelangt, Verarbeitung anbelangt, Qualität anbelangt, ist das Auto absolut konkurrenzfähig. Also das ist in Wirklichkeit Premium-Segment. Und auch wenn man sich das ganze Thema Infotainment anschaut, Software, Funktionalität, kann man sagen, ist das auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau. Also auf Niveau aller Europäer, die dann eher so weiter oben positioniert sind. Jetzt ist es aber an der Zeit, das neue Spielzeug wieder zurückzugeben. Wir haben heute also gelernt, der chinesische Autohersteller BYD kann mit der Konkurrenz in Europa durchaus mithalten. E-Mobilität kann auch die Jugend begeistern und ein Föhn braucht zwar viel Energie, kriegt eine E-Auto-Batterie aber bei weitem nicht in die Knie. Tipp für unsere E-Mobilisten im Bundesland Salzburg. Wir sind also auf der Heimreise aus dem Osten kommend und haben ganz bewusst also Mondsee als Zwischenstopp also eingewählt. Warum? Weil wir hier mehrere Schnelllader haben, die also hohe Leistungen können, bis zu 360 kW. Und weil wir wissen, dass wir also auf der Fahrt her unsere Batterie ins Wohlfühlfenster gebracht haben und weil wir die Ladekurve von unserem Fahrzeug kennen, ist gescheit, wenn wir da noch eine Viertelstunde, 20 Minuten also jetzt wirklich die volle Leistung also in das Fahrzeug hineinbringen. Und weil wir also mit einem Partnernetzwerk verbunden sind, wo die ganzen österreichischen Energieversorger dabei sind, wo also auch ein Lidl dabei ist, wo also der ÖMTC dabei ist, wo Smatrix dabei ist, wo also auch EMBW bzw. also der IONITY-Bereich dabei ist, haben wir die Möglichkeit, dass wir also hier wirklich
gute Leistung also in das Fahrzeug bringen, um einen Einheitstarif von 70 Cent pro Minute. Und weil das Fahrzeug also auch mehr als 100 kW aufnehmen kann, wird es also für den E-Mobilisten so richtig interessant, weil günstig, runtergerechnet auf die Kilowattstunde.